Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der amerikanische Finanzminister Geithner trifft sich mit seinem deutschen Amtskollegen Schäuble heute auf Sylt. Besprechen die beiden eventuell wichtige Entscheidungen, richtungsweisende Maßnahmen zur Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise? Die letzten Tage mehren sich auf jeden Fall die Anzeichen und Aussagen namhafter europäischer Spitzenpolitiker, die auf einen großen Wurf, auf eine positive Lösung der Staatsschuldenkrise hindeuten. Wir wollen es hoffen. Die Medien sind in den letzten Wochen, Monaten und Jahren ja geradezu voll von Krisen, Herden und negativen Schlagzeilen. Auch wir stellen uns permanent die Frage, wie lange dauert die Krise noch? Ist die Krise zu Ende? Haben wir vielleicht sogar eine Zeit der Chance? All diese Dinge muss man sachlich abwägen. Und interessant ist ein Blick hin zu den Chinesen. Von denen können wir hier sicherlich einiges lernen. Die Chinesen verwenden für Krise und Chance die gleiche Wortsilbe. Sie ist in jedem der beiden Wörter enthalten und deutet letztendlich darauf hin, dass in jeder Krise auch gleichzeitig eine Chance steckt. Man soll und darf eben auch nicht die Augen davor verschließen, welche Chancen hat man am Ende einer Krise. Schauen wir uns das Spiegelbild der Aktienmärkte an. Sie sagen uns letztendlich die reale Stimmung des Marktes. Hier am deutschen Aktienindex können wir erkennen, dass der Aktienindex seit ein paar Wochen wieder in einen Aufwärtstrend gegangen ist, die Situation in Deutschland und Europa also positiv sieht und die Chancen überwiegen lässt. Er steht aktuell bei 6.700 Punkten und hat unseres Erachtens Luft, bis durchaus die Marke 7.000 und 7.100, bevor der DAX dann, sofern die Staatsschuldenkrise natürlich gelöst wird, dann in einen lang anhaltenden Aufwärtstrend übergehen dürfte. Der amerikanische Markt, hier vertreten durch den Dow Jones Index, hat ein ähnliches Bild, auch er geht zügig nach oben die letzten Wochen und hat aktuell ein Niveau von 13.050 Zählern erreicht. Er steht vor einer wichtigen Marke, die wir aktuell bei 13.200 Punkten sehen. Sollte er diese Marke übersteigen, dann hat der amerikanische Markt durchaus größeres Potenzial für Kursgewinne. Die Aktienmärkte sind also positiv. Ideal ist jetzt natürlich, wenn das Edelmetall Gold einen fallenden Trend widerspiegelt. Gold ist ja auch ein Indikator, der die Unsicherheit und die Risiken der Marktteilnehmer letztendlich widerspiegelt. Und beim Gold ist es auch so, dass es die letzte Zeit sich in einem klaren Abwärtstrend befindet. Es steht aktuell bei 1620 Dollar die Unze und bestätigt eigentlich die positive Entwicklung an den Aktienmärkten. Wir werden sehen, ob es der Politik gelingt, den großen Wurf für Europa endlich auf die Wege zu bringen. Europa hat ein Geschäftsmodell. Wir sehen den Überraschungseffekt auf der positiven Seite für Europa und glauben, dass die Politik aufgrund der heute vorliegenden Fakten die Krise in den Griff bekommt und Europa vielleicht sogar eine neue Erfolgsstory werden könnte. Wiederschauen, freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.